Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Marvel RDX ist bestimmt so ein Titel, von dem ihr mal gehört habt, über den aber nie sonderlich viel geredet wurde. Ich war mal ein ganz mutiger gewesen, hab's mir als HC besorgt. Tja, Faustus, auch ich kann hart sein. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe deutlich beim Lesen dieses Werkes gespürt, dass der Typ, der das geschrieben hat, ist kein sonderlich großer Name. Seiner Kindheit nur einem Lebenszweck diente, Marvel. Denn nur wer sowas schreibt, kann wahrscheinlich oder muss wahrscheinlich schon seit Krabbelzeiten Marvel gelesen haben, um auf solche verzwickten Ideen zu kommen über diese Universen. Generell das Ganze, da sieht man auch wieder mal den Unterschied zwischen Marvel und DC, weil was jetzt gleich kommt. Marvel besteht ja eigentlich fast nur aus Zusammenhängen. Bei DC ist das vollkommen anders. Ja, da kommt der eine gerade mal von dem Planet. Ja, der eine hat seine Kräfte vielleicht durch einen Blitz bekommen. Und der eine hat gar keine Superkräfte, aber hier ist quasi eine Erklärung für alles. Das fängt damit an, dass ein Typ namens Jason Stuck, ich glaube, der hieß so, vom Uatu entführt wurde und in eine Maschine verwandelt. Darf er dann die letzten Tage der Menschheit beobachten. Das Ganze ist dann so kategorisch in solchen Zwischenzeilen angefertigt, so wie bei Watchmen mit diesen Piratenseiten oder diesen Zeitungsartikeln. Man kann es so vergleichen, aber das sind eher sowas wie Interviews oder halt, ja, was halt in diesen Batman-Spielen diese Audioaufnahmen ist das hier dasselbe. Wo fange ich denn jetzt am besten an? Was ich allerdings gut finde, ist, damit man nicht als absoluter Ochs vom Berg steht, es wird einem erklärt, wie hier was genau funktioniert oder was wie wurde. Oh ja, die Erde steht kurz vor ihrem Todesstoß. Doch wer ist schuld daran? Ein alt gewordener Dr. Doom, sagt ihr euch. Falsch. Ich dachte auch am Anfang, das wäre diese eine Lakai oder Butler von Dr. Doom. Wie hieß der nochmal? Schlomo, ihr wisst schon, der Kerl, der so aussah wie Meister Eder. Nein. Reed hatte nämlich einen Plan gehabt, Metall und sämtliche Konsorten in Energie zu verwandeln, also Vibranium. Und Vibranium ist eine ganz gefährliche Sache, denn Vibranium frisst sich durch den kompletten Erdkern. Seine Intelligenz hat eigentlich die ganze Erde verdammt damit. Alle Kreaturen der Erde sind zeugungsunfähig und Mutationen ausgesetzt. Aus Selbstschuld, weil er seine Frau nicht retten konnte, trug er die Waffe seines schlimmsten und niederträchtigsten Gegner, Dr. Doom. Nein, aber hier sind einige Dinge echt komisch gelaufen. Zum Beispiel Thor ist hier eine Frau. Zudem wird noch erklärt, dass die Asen eigentlich von gestaltwandelnden Aliens abstammen, vielleicht auch Skrulls. Und das hat mir nicht so gefallen. Gut, ich meine, ich find's cool, wenn man für alles so eine kleine Erklärung bekommt, aber man muss es ja nicht gleich entmystifizieren. Und als ob das schon nicht reichen würde, ergibt sich die Menschheit auch kurz vor dem Untergang mal so gegenseitig gern Saures. Denn ein neuer, junger, bösartiger Red Skull mit einem roten Punisher-Emblem die Menschheit unterjochen will. Von all den Veränderungen bei den Figuren fand ich die von Cap am coolsten. Das hat mir nochmal gezeigt, wie viel man eigentlich noch so mit Cap machen kann. Und er trägt im wahrsten Sinne des Wortes die Freiheit an seinem Leib. Wer hat's gezeichnet? John Paul Leon. Er hat einen wirklich stillen, ernsten Stil, um so eine bedrohliche Geschichte erzählen zu können. Was ich noch mal erklären wollte, ist, auch viele Superhelden sind verschwunden. Daredevil ist jetzt ein. Es gibt einen neuen Daredevil, der nicht blind ist, sondern nur ein Stuntfahrer. Ben hat sich mit Alicia zurückgezogen und hat zwei weitere Überwesen gezeugt. Und nein, ich möchte mir diesen Vorgang nicht vorstellen. Also die drei steinernen Stooges dann. Und Namor ist von Franklin Richardson in einen halben Feuermann verwandelt worden. Ich meine, es bringt ihn nicht um, aber unglaublich brisant ist es auch nicht.
Und das Coolste hieran ist, Hulk ist, oder besser gesagt, diese Bruce Banner Hulk-Alter Ego-Beziehung ist ja auch komplett umgestellt. Bruce Banner ist hier ein blindes Kind, das von einem affenartigen Hulk beschützt wurde, der einem Schimpansen nachempfunden wurde. Und wenn ich mir, wartet mal kurz, und wenn ich mir das hier mal so mit Wolverine ansehe, ist die Sorge um die Zuneigung für Jean Grey, um den alten Kanadier, schon berechtigt. Was kann ich noch dazu sagen, ohne irgendwelche lückenfüllenden Worte zu verlieren? Das hier ist definitiv Marvels Antwort auf Kingdom Come. Das Ganze ist doch weiter in Paradise X gesetzt worden. Ob ich mir das weiterhole, weil Marvel Monsterbände sind ja auch nicht gerade günstig. Ja gut, aber dafür kriegt man noch eine gute Menge an Seiten.